Herzlich willkommen in der Sportnews-Redaktion am heutigen Montag, den 11. Mai. Nach 13 Spielen ist sie zu Ende gegangen, die Krise des FC Südtirol, der eben in den letzten 13 Partien keinen einzigen Sieg feiern konnte. Gestern setzten sich die Weiß-Roten 3:1 auswärts bei Arezzo durch und alle drei Treffer, die erzielten einheimische Spieler. Das 1:0 fiel durch Gabriel Brucker, der sein erstes Profitor erzielte, und Manuel Fischneller erzielte seine Saisontreffer 15 und 16. In der Landesliga sind am 28. Spieltag die Würfel gefallen. Naturns legte am Samstag vor und setzte sich zu Hause gegen Klose 1:0 durch. Am Sonntag kam Obermais nicht über ein 2:2 bei Moos hinaus. Die Burgrefler gingen zwar zweimal in Führung, doch die Passairo schlugen zweimal binnen einer Minute zurück. Naturns ist somit zwei Runden vor Schluss Meister und kehrt nach nur einem Jahr in die Oberliga zurück. Totale Erleichterung, weil jetzt in den letzten Spielen ist der schwer spannend geworden noch. Und es ist ziemlich Erleichterung gewesen, wenn der Schiedsrichter von der Rente hochgepfiffen hat. Wir können niemandem gratulieren. Sie sind verdient Meister geworden. Sie sind sicherlich über die ganze Saison weit die konstanteste Mannschaft gewesen. Haben es in entscheidenden Spielen gut gemacht. Sie haben uns zweimal geschlagen. Und am Ende sind sie verdient Meister geworden. Kann man auch gratulieren. Der SSV Bozen ist am Samstag dank eines 42:27 Kantersiegs gegen Romagna Imola ins Finale der Handball-Serie A eingezogen. Damit kommt es zur Neuauflage des letztjährigen Endspiels zwischen den Weißroten und Junior Fasano. Das Hinspiel findet bereits übermorgen in Apulien statt. Am Samstag ging im St. Lorenzen-Stephansdorf die zweite Etappe des Raiffeisen Südtirol Cups über die Bühne, die gleichzeitig als Landesmeisterschaft gewertet wurde. Im mit Spannung erwarteten Openrennen der Männer holte sich Maximilian Vieheider den Landesmeistertitel, der Fabian Rabensteiner auf dem zweiten Platz verwies. In der U23-Kategorie ging der Titel unterdessen an Matteo Olivotto von den Sunshine Racers aus Nals. Bei den Damen konnte Franziska Tanner ihren Vorjahrestitel verteidigen. Bei den Junioren gewann Moritz Bleichner, während bei den Juniorinnen Nina Jocher den Sieg davontrug. Am Samstag ging die 27. Auflage des internationalen Caltrossé-Triathlons über die Bühne. Den Sieg, den holten sich Anne Tabarin und Giulio Molinari, der als erster Triathlet den Triathlon in Caltern zum dritten Mal in Folge für sich entscheiden konnte. Das war's von uns hier aus der Sportnews-Redaktion. Danke, dass Sie auch heute wieder reingeklickt haben. Einen schönen Tag noch. Bis morgen.